Hatha Yoga ist zunächst mal der körperorientierte Aspekt von Yoga und besteht, wie ja, alle wisst, hauptsächlich aus Yoga-Stellungen, Asanas, Atemübungen, Pranayama, Entspannungstechniken, Reinigungsübungen, Ernährungsratschläge und Meditation. Das Interessante am Hatha-Yoga ist, Hatha-Yoga hat verschiedene Wurzeln und auch verschiedene Wirkungen, und die alle auch gleichzeitig sind. Das ist das, was Hatha-Yoga immer so faszinierend macht. Eine Wurzel des Hatha-Yoga ist Ayurveda. Man kann sagen, Hatha-Yoga für Gesundheit. Eine zweite Wurzel des Hatha-Yoga ist Tantra. Hatha-Yoga für Energieerweckung. Und eine dritte Wurzel des Hatha-Yoga ist Raja-Yoga. Hatha-Yoga für Geisteskontrolle und Selbstverwirklichung. Und im Hatha-Yoga gibt es verschiedene Richtungen. Und die einen betonen mal das eine, die anderen betonen mal das andere. Hier bei Yoga Vidya vertreten wir so den Ansatz, wir wollen das Hatha-Yoga so unterrichten, dass es optimal auch für die Gesundheit gut ist. Wir achten dabei darauf, dass der Mensch nachher sich mehr energetisch fühlt und dass er spirituell berührt ist. Also wir wollen alles drei haben. Die Mehrheit der Menschen kommt erstmal zum Hatha-Yoga, entweder wegen der Gesundheit oder weil sie Energie brauchen. Und der dritte Punkt, der kommt irgendwann. Und unser System hier, wie auch eigentlich die meisten der klassischen Hatha-Yoga-Systeme, sind schon so ausgerichtet, wenn man systematisch übt, führt es zu einem spirituellen Berührtsein, führt es zu einer spirituellen Erweckung. Das Gesundheitswesen des Hatha-Yoga wird heute ja, oder die Gesundheitswirkung des Hatha-Yoga wird heute hauptsächlich in der Terminologie der westlichen Schulmedizin beschrieben. Also wir sagen, warum wirkt Hatha-Yoga und worauf, dann sprechen wir von schulmedizinischen Krankheiten und schulmedizinischer Terminologie. Oder auch in der Terminologie der Chakras, wir sagen, irgendwo das Herzchakra ist geschlossen oder es öffnet das Manipura-Chakra. Oder wenn irgendein Problem ist, da ist das andere Chakra, das Nadi. Und die Gesundheitswirkungen in der Ayurveda-Terminologie sind gerade dabei, wieder bekannt zu werden. Dabei haben die alten Hatha-Yoga-Meister die Gesundheitswirkungen des Hatha-Yoga immer in der Ayurveda-Terminologie beschrieben. Ayurveda war ja das Hauptgesundheitssystem. Und die alten Schriften, wie zum Beispiel die Hatha-Yoga-Pradipika und andere, sind eigentlich nur wirklich verständlich, wenn man Grundlagenwissen hat über Ayurveda. Und umgekehrt, wenn jemand bei einem Ayurveda-Arzt war und eine bestimmte Diagnose bekommen hat, dann kann er darauf aufbauend auch seine Hatha-Yoga-Praxis anpassen. Leider ist es so, dass sehr häufig die Ayurveda-Ärzte nicht so ein spezifisches Wissen über das Hatha-Yoga haben. Sie verallgemeinern sehr häufig. Ab und zu mal kommen Menschen zu mir und sind halb verzweifelt. Ihr Ayurveda-Arzt hat gesagt, sie hätten zu viel Vata, sie dürften keine Atemübungen mehr machen. Und wenn man die Hatha-Yoga-Pradipika sieht, die meisten der Atemübungen sind eher dazu da, ein Übermaß von Vata zu reduzieren. Wie ein Ayurveda-Arzt dazu kommt, dass man das Pranayama, das Vata erhöht, ist mir absolut schleierhaft. Eines der Hauptelemente von Pranayama ist die Luft anhalten. Und genau das hilft, ein unruhiges Vata zu beruhigen, wenn der Rest der Atmung in Harmonie und im Rhythmus ist. Werde ich gleich darauf zu sprechen kommen. Oder manchmal wird man sowohl als Yoga-Lehrer wie auch als Ayurveda-Therapeut gefragt, wenn jemand Hatha-Yoga macht. Ich habe die und die Prakriti, also ich bin ein Vata-Pitta, ich bin ein Pitta-Mensch, ich bin ein Kapha-Mensch. Wie muss meine Yoga-Praxis sein? Und ich habe öfters schon erlebt, dass Menschen dann vom gesagt bekommen, wenn jemand Kapha ist, ihr wisst jetzt alle, was Kapha ist, ich will das nicht nochmal erklären. Also wenn jemand Kapha ist, dann wird ihm gesagt, du musst anstrengende, dynamische Übungen machen. Und wenn jemand Vata ist, dann wird ihm gesagt, du musst ruhige, immer gleiche Übungen machen.
Und dem Pitta-Mensch wird gesagt, du musst viel entspannen. Und meistens, wenn Menschen mir so etwas sagen, dann sind sie halb verzweifelt. Und ich will dort sagen, das ist vollkommen unrealistisch. Wenn man einem Kapha-Menschen sagt, der angenommen, der wäre noch dazu übermäßig gestört, er müsste jetzt anstrengende dynamische Übungen machen, ich möchte den Kapha-Menschen sehen, der das dann auch durchhält. Und meine persönliche Meinung dazu ist, wenn Menschen sich einigermaßen im Gleichgewicht fühlen, dann brauchen sie nicht ihr vorherrschendes Dosha zu reduzieren. Krishna sagt ja in der Bhagavad Gita, lebe deine Prakriti gemäß, lebe deiner Natur gemäß. Ein Pitta-Mensch, sofern er einigermaßen im Gleichgewicht ist, kann ruhig ein bisschen Pitta betont erüben. Der kann sich also ruhig Ziele setzen, der kann ruhig mal so ein bisschen sich bemühen und anstrengen. Der freut sich, wenn er was erreicht, und er freut sich auch, wenn er am nächsten Tag Muskelkater hat. Es gibt dann ja noch ein paar andere Übungen, die auch noch ausgleichend sind. Wir schleichen die ja dann auch noch ein, tiefen Entspannung und längeres Halten und Loslassen. Aber ein Pitta-Mensch, wenn der einigermaßen gleichgewicht, soll sein Pitta auch ins Hatha-Yoga reinbringen. Oder ein Vata-Mensch, wenn er einigermaßen im Gleichgewicht ist, der braucht Abwechslung. Wenn man einem Vata-Mensch sagt, er muss jeden Tag immer die gleichen Asanas machen, erreicht man nur eines, er hört auf mit Yoga. Probiert dann Tai Chi und mal ein Fitnessstudio oder hört in der Hälfte auf, um irgendwo die Mails zu checken oder mal gucken, wer auf Facebook wie aktiv ist. Also ein, wenn er nicht gleich rausrennt und jemand sucht, mit dem er sprechen kann. Also ein Vata-Mensch braucht Abwechslung. Ja, und die sollte man ihm auch geben und etwas, er will an seiner Flexibilität weiterarbeiten. Und angenommen, jemand ist als Kapha-Mensch einigermaßen in Harmonie, dann würde man ihm raten, ja, mach deine Asanas gemütlich. So, Gemütlichkeit ist da das Zauberwort. So wird auch ein Kapha-Mensch regelmäßig üben und zwar dauerhaft bleiben. Soll sich vorher gemütlich machen. Also schöne Kerze, schöne Matte, Duftlampe, viele Kissen. Und dann der Kapha-Mensch sollte immer so überlegen, sollte die Asana so machen, die erste Asana muss angenehm und gemütlich sein und die letzte auch. Dann ist das Letzte, was in Erinnerung bleibt, irgendwie so schön angenehm. Und das, was er nicht über seinen nächsten Tag machen will, auch. Das sind so kleine Tricks, die ihr dort empfehlen könnt. Und wenn ein Kapha-Mensch irgendwo den Eindruck hat, es ist gemütlich, dann macht er oder sie das gerne. Und für den, das Schöne ist dann ja auch für die Dauer des Lebens. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo man dessen Dosha zu übersteuert ist, gerade das zu starkes Vata, gut, dann gibt es ja dann ein einfaches Mittel, ein paar Wochen lang die Asanas tatsächlich ruhiger machen. Jemand, der ein viel zu starkes Vata hat und weiß, er hat ein Problem, dann wird er auch bereit sein, das etwas anzupassen. Oder jemand, der wirklich zu starkes Pitta hat, der muss dann halt mehr Tiefenentspannung üben, vielleicht nicht nur eine, sondern zwei am Tag. Und die Asanas insgesamt ruhiger und mal das Zieldenken eine Weile weglassen. Und das geht dann ja beim Hatha-Yoga einfach. Und bei zu starkem Kapha allerdings ratet niemals jemand, der zu starkes Kapha hat und deshalb eher träge und müde ist, der soll jetzt viele Sonnengebete machen. Das ist Tierquälerei. Ich habe noch keinen gehabt, ich habe das früher auch mal so geraten, ich habe noch keinen gehabt, der sich dran gehalten hat. Der soll dann eher mit einem gestützten Schulterstand anfangen. So zwei Kissen, Kreuzbein drauf und warten, bis die Energie kommt und dann gucken, was irgendwo geht. Noch besser wäre allerdings, da Kapha-Menschen ja auch durchaus sozial sind, soll mit jemand anders in der Yogastunde zusammen hingehen oder sich verabreden und die darf dann dort anstrengender auch sein und in die Gänge kommen und den Kreislauf in Gang setzen. Das ist jetzt so ein paar allgemeine Tipps, die ich als hilfreich
finde für Menschen, die im Dosha forschen. Also unterscheidet Menschen, die einigermaßen im Gleichgewicht sind. Ich sage einigermaßen im Gleichgewicht. Denn wie viele Menschen können sagen, sie sind 100% im Gleichgewicht? Aber ein Gleichgewicht ist ja geradezu, dass es ständig irgendwo am Wechseln, Wandeln ist. Wer einigermaßen im Gleichgewicht ist, so. Und wer nicht im Gleichgewicht ist, muss ein bisschen, kann dann auf der Basis einer regelmäßigen Praxis, hat er eine Möglichkeit, die so abzuändern, dass er das betreffende Dosha reduziert. Das ist nämlich auch das Schöne, man hat eine regelmäßige Praxis, und dann kann man mit dieser Praxis leicht etwas ändern. Bei Asanas, Pranayamas, es gibt aber auch speziellere Asanas, Pranayamas und auch Kriyas, um eine Wirkung auszuführen, nicht nur Vata, Pitta, Kapha, auch auf Ama und Agni. Die meisten von euch werden auch mit den Ausdrücken bekannt sein, vertraut sein. Agni, das Verdauungsfeuer. Es ist nicht nur wichtig, was wir essen, sondern eben noch wichtiger, was kommt überhaupt in den Körper rein. Und dazu braucht es ein gutes Agni, ein gutes Verdauungsfeuer. Im Ayurveda wird deshalb auch gerne Ingwer gegessen und heißes Wasser, das nicht zu viel kaltes Wasser, das Agni zu sehr kühlt. Und es gibt noch andere Agni-stimulierende Maßnahmen. Im Hatha-Yoga haben wir dort eine ganze Menge von Praktiken. In der Hatha-Yoga-Pradipika wird gesprochen von Matsyendrasana, Drehsitz. Also wenn ihr mal merkt, das Gefühl habt, euer Agni ist zu schwach, oder ein Ayurveda-Therapeut hat das gesagt, heißt es, übt den Drehsitz länger. Paschimottanasana, Vorwärtsbeuge, gilt als Agni erhöht. Also längere Zeit in der Vorwärtsbeuge sein. Das heißt sogar, wenn man 2 Stunden in der Vorwärtsbeuge ist, dann verschwinden alle Verdauungsprobleme. Also Agni verbrennt alle. Das war für mich ein paar Mal in Indien mein Lebensretter gewesen. Insbesondere in früheren Jahren in Indien, dort habe ich regelmäßig diesen Magen-Darm-Virus gekriegt, mich ganz elendlich gefühlt, und irgendwann bin ich drauf gekommen, irgendwann habe ich das ja mal gehört, man muss 2 Stunden in der Vorwärtsbeuge sein und dann ist alles vorbei, also ein paar Magen-Darm-Probleme vorbei, also habe ich das gemacht. Und ob man jetzt elendlich auf dem Rücken liegt und sich müht und sich krümmt vor Schmerzen und alle halbe Stunde sich übergeben muss oder in der Vorwärtsbeuge liegt. Das war jetzt keine zusätzliche Schwierigkeit. Aber nach 2 Stunden war es weg. Magen-Darm-Probleme schlagartig vorbei. Oder? Mayurasana, der Pfau, auch hervorragend, um Agni zu überwinden. Also nicht zu überwinden, Entschuldigung, Agni zu verstärken. Das heißt sogar vom Pfau, dass er das schreckliche Gift Hala Hala zu Asche verbrennt. Jetzt müsstet ihr wissen, was das alles ist. Es reicht jedenfalls, Agni wird so stark erhöht, dass er stärkere Formen von Ama beseitigt werden. Von der Wechselatmung wird gesagt, dass Agni erhöht wird, Verdauungsfeuer. Von Nauli wird das gesagt. Nauli, Swatmarama sagt, vertreibt die Trägheit aus Agni, steigert die Verdauungskraft, bringt eine angenehme Empfindung hervor und zerstört alle Amas. Also Nauli, eine gewisse Bauchübung. Und dann für Fortgeschrittenere, auch von Bastriga heißt es, dass es Agni erhöht. Manchmal haben wir dort gerade im Hatha-Yoga das Problem, dass ein Agni sehr stark wird. Und dann bekommen manche Menschen vorübergehend starken Appetit. Und dann wiederum muss man etwas machen, um sich wieder etwas zu erden und dem Agni Nahrung zu geben. Wenn ihr euer Agni steigern wollt, Hatha-Yoga ist voll von Übungen dafür. Ein allgemeines Hatha-Yoga insgesamt. Und wenn man stärker starten will, dann einfach an Vorwärtsbeuge, Drehsitz, V und Wechselatmung und Agnisara oder Nauli denken
und dann tut man sehr viel für stärkeres Agni. Ama ist eine weitere Aussage. Ama sind die Unreinheiten. Und für, um die Amas zu beseitigen, tun wir ja im Ayurveda, gibt es die ganzen Reinigungskuren, es gibt die Massagen, die auch Amas lösen sollen. Es gibt natürlich Panchakarma und wir bieten hier auch die kleine Ama-Kur an, also hier bei Yoga Vidya, das nicht ganz so involviert und in ein paar Tagen kann man eine Menge machen. Wir können aber auch das wiederum mit dem Hatha-Yoga machen. Und da sind fast die gleichen Übungen, die auch das Agni erhöhen, reduzieren auch das Ama. Wobei auch hier wiederum gilt, dass das längere Halten besonders gut ist. Längeres Halten des Drehsitzes, der Vorwärtsbeuge, längeres Halten der, nicht längeres, aber überhaupt Halten des Vs. Also dann können das die wenigsten. Und Wechselatmung in besonderem Maße, dann mindestens 20 Minuten Wechselatmung gilt als besonders wichtig, um Amas zu beseitigen. Und als machtvollste Übungen, um Ama, Unreinheiten des Körpers zu beseitigen, gilt Bastrika. Allerdings, Bastrika ist eine etwas fortgeschrittenere Variante. Und wir haben im Hatha-Yoga auch eine Gruppe von Übungen, die nennt sich Kriyas oder auch Shatkarmas, die sechs Kriyas. Man kann sagen, das ist wie die Vereinfachung der Panchakarma-Kur. Oder umgekehrt, man könnte sagen, die Panchakarma-Kur ist ein Ausbau der Shat-Kriyas. Die Gelehrten streiten sich, was war zuerst, die Shat-Kriyas oder die Panchakarmas? Shat sind jetzt sechs Übungen und die bestehen zum einen aus Nasenspülung mit Salzwasser. Die Ayurveda-Fachleute wissen, da gibt es Nasya, also spezielle Nasenölen, die sicherlich erstmal effektiver sind, als es nur mit Salzwasser zu machen. Nur im Hatha-Yoga hat man den Vorteil, Salzwasser gibt es überall. Also Salz und Wasser haben es schnell gemacht und man kann es täglich machen. Also als allgemeine Hygiene ausreichend und wenn man es stärker haben will, Nasya. Dann haben wir Kapalabhati, um die Lungen zu reinigen. Dann schlucken wir Salzwasser und übergeben uns 1 bis 2 Liter Salzwasser, erbrechen. Das kennt man auch im Ayurveda. Nur da wird es dann mehr, noch oft mit Kräutern und mit Speziellerem, was eben auf das Dosha abgestimmt ist. Salzwasser, Salz ist halt allgemein harmonisierend. Dann kennt man im Hatha-Yoga auch die sogenannte Chank Prakshalana. Das heißt, man trinkt etwa 5 bis 8 Liter Salzwasser und macht dazwischen einige Übungen und dann kommt hinten das Wasser irgendwann ganz klar wieder raus. Und wie macht man das im Ayurveda? Bitte? Im Ayurveda? Also Rizinusöl ist so etwas, was wir bei uns in der Ayurveda-Oase anwenden. Also, das alles, dass der Darm gut gereinigt wird. Und das kann man natürlich auch noch aufs Dosha abstimmen. Hatha-Yoga einfach Salzwasser. Und so lange, bis es hinten wieder sauber rauskommt. Dann muss man anschließend noch natürlich eine Schonkost machen, dass der Darm sich anschließend regenerieren kann und die richtigen Darmflora wieder entstehen kann. Auch eine Reinigungskur. Oder Einlauf. Gut, im klassischen Hatha-Yoga ist es nicht Einlauf, sondern man gibt ein kleines Röhrchen in den Anus. Dann begibt man sich in einen See, der etwa lauwarm ist. Man geht in den See bis etwa zur Nabelgegend. Dann gibt man seine Hände auf die Knie, zieht den Bauch ein. Und dann drückt man die zentralen Bauchmuskeln nach vorne und dann wird das Wasser eingesaugt. Und das ist dann eine druckfreie Form von Einlauf. Also es wird nicht Wasser reingedrückt, sondern reingesaugt. Und das soll besonders gut sein. Ich habe es mal in der Badewanne ausprobiert, um festzustellen, ob es funktioniert.
denn die Seen hier sind jetzt an sich das typische lauwarme Wasser. Und ich muss zugeben, in Indien will ich das ganz sicher nicht probieren. Das war vermutlich vor 2000 Jahren gut, als Indien ein Hundertstel der Bevölkerung hatte. Und die Hatha-Yogis gut irgendwo in den Wald gehen können, wo nirgendwo ein Mensch in Landwirtschaft gewesen ist. Aber es funktioniert jedenfalls gut. Weil normalerweise machen wir das heute mit einem Einlaufgerät. Gut, und im Ayurveda wird das natürlich dann auch gemacht mit Öleinläufen und die auch bestimmte Kräuter und alles abgestimmt und so weiter. Also, wir können im Hatha-Yoga das auch machen. Man kann sagen, mit den Ayurveda-Techniken geht es etwas schneller, weil sie eben stärker auf den Menschen abgestimmt sind. Hatha-Yoga hat dort den Vorteil, man muss es vielleicht häufiger wiederholen, aber wir können es selbst machen. Im Svatmarama sagt dann aber auch noch, man kann auch alle Amas beseitigen allein durch Pranayama. Denn schon vermutlich gab es schon zu Svatmaramas Zeiten Menschen, die jetzt nicht unbedingt Salzwasser trinken, sich übergeben wollen, Salzwasser trinken, bis es hinten wieder rauskommt, Wasser von vorne, von allen Seiten irgendwo rein und wieder raus. Und dann hat er noch gesagt, es geht auch ohne. Und dann muss man natürlich viel Pranayama machen. Jedenfalls mit viel Pranayama kann man die Amas auch beseitigen. Empfehlenswert ist meistens, man kann sagen, man macht eine Ayurveda-Kur, dann ist erstmal eine Grundreinigung und mit dem Hatha-Yoga kann man dann sich grundgereinigt halten und wenn es mal nicht ausreicht, hat man immer noch den Ayurveda-Arzt, die Ayurveda-Kur, die Ayurveda-Oase. Die Hatha-Yoga-Schriften erzählen auch, welches Pranayama ist für welches Dosha geeignet. Und man kann mit relativ wenig Anpassung kann man etwas tun, um ein Dosha zu reduzieren. Zunächst mal muss man sich fragen, will ich überhaupt ein Dosha reduzieren? Angenommen, man will kein Dosha reduzieren, dann die Grundpranayamas, die ja die populärsten sind, Kapalabhati, Wechselatmung, ist eine gute tägliche Sache. Wer fortgeschrittener ist, dann am Ende auch noch Bastrika. Und das ist so ein gutes Programm, das kann man in 10 Minuten machen, man kann es auch in einer Stunde üben und alles dazwischen, auch je nachdem, wie lange man es machen will. Wenn ein Dosha aus dem Gleichgewicht gekommen ist, zu viel ist, dann kann man einiges tun. Wenn zu viel Vata ist, dann würde man zum Beispiel am Ende der normalen Wechselatmung ein paar Runden einfaches Surya Veda machen. Rechts einatmen, anhalten, links ausatmen. Rechts einatmen, anhalten, links ausatmen. Rechts Nasenloch gilt als Surya-Mantra, Surya-Nadi, wärmend. Linke ist Chandra, kühlend. Und wenn wir wärmen und auf diese Weise wird Vata erwärmt und ist außerdem, wenn wir das alles im Rhythmus machen, wird auch Vata beruhigt. Und so empfiehlt die Hatha-Yoga Pradipika Surya-Veda zusätzlich zur Wechselatmung und empfiehlt Kapalabhati nicht zu übertreiben. Für Vata-Menschen ist ein langsames, intensives Kapalabhati empfehlenswert, das eben so aussieht. Was Vata-Menschen, wenn sie zu viel Vata haben, also Vata-Menschen im Gleichgewicht hören einfach auf ihre Intuition und machen es vermutlich alle paar Wochen wieder anders. Aber wenn das Vata zu viel ist, dann sollten sie es eher so machen und nicht. Das würde Vata erhöhend wirken, wenn Vata eben schon gesteigert ist, dann weiter erhöhen. Des Weiteren würde man als Vata-Mensch den Ujjayi-Atem zusätzlich integrieren. Das ist das sanft hörbare Ujjayi-Geräusch. Das kann man im Hatha-Yoga und in Asanas integrieren, wie auch in der Wechselatmung. Das wirkt auch wärmend und es wirkt beruhigend und
gerade fürs Vata dann harmonisierend. Angenommen, jemand hat ein paar einfache Ratschläge für Vata, aber sehr effektiv. Für Pitta. Pitta ist eben zu viel Hitze und zu viel Pitta, eben auch Entzündungen und Durchfall und Magen, Darm, Reizungen und so weiter. Bei zu vielem Pitta gilt es, dieses Pitta etwas zu reduzieren. Wiederum beim normalen Pitta, also ein Pitta-Mensch, der sich im Gleichgewicht fühlt, der braucht sein Pitta nicht zu reduzieren. Der wird tot unglücklich, wenn er dann sein Pitta reduziert. Ein Pitta-Mensch will was bewirken, will was tun, will aktiv sein. Nur wenn das Pitta zu viel ist, also der Mensch zu Ärger neigt und Krankheiten, zu viel ärgerlich ist und Frust und Krankheiten dort kommen, muss man Pitta reduzieren. Kann man dann machen, indem man am Ende der Wechselatmung ein paar Runden Chandra-Beda einführt. Links einatmen, anhalten, rechts ausatmen. Links einatmen, anhalten, rechts ausatmen. Und man kann Sitali Sitkari üben. Auch das wirkt kühlend. Und man sollte am Ende der Pranayamas unbedingt meditieren. Und bei zu viel Pitta sollte man nicht vergessen, die tiefen Entspannungen nach den Asanas zu machen, wie ich schon mal gesagt hatte. Ansonsten Wechselatmung an sich harmonisiert Pitta ungemein. Kapha. Zu viel Kapha. Dort wird empfohlen, intensives Kapalabhati. Also ein Kapha-Mensch kann üben. Und das hat den Vorteil, so viel braucht der Kapha-Mensch nicht zu machen. Er kann einfach ruhig sitzen bleiben und muss jetzt einfach nur schneller atmen. Es muss auch nicht heftig sein. Also jetzt, wenn es zu viel Kapha ist. Kapha-Mensch im Gleichgewicht, einfach wie gesagt, insgesamt gemütlich. Aber jetzt vom Pranayama her gilt viel Kapalabhati als hilfreich. Es gilt hilfreich, die Kriyas zu machen, wenn man sich irgendwie dazu bringt. Also gerade die Kriyas, die Salzwasser-Kriyas, sind für Kapha nochmal besonders effektiv. Weil meine Erfahrung ist, gerade die Kapha-Menschen sind am schwierigsten dazu zu bringen, die Kriyas zu üben. Den Pitta-Mensch muss man nur überzeugen. Der Vata-Mensch will es gar nicht mal ausprobieren. Aber für den Kapha-Mensch ist das so unmöglich. Der braucht jemanden, der das für einen macht. Deshalb besser zum Ayurveda-Arzt, der hilft dann dort. Oder Ayurveda-Oase. Ujjayi gilt auch wieder für Reduzierung von Kapha als hilfreich. Und Tratak, insbesondere Kerzen-Tratak. Also man kann sagen, am Anfang und am Ende des Pranayama kann man auf eine Kerze schauen und auch diese hilft, Übermaß an Kapha zu reduzieren. Bitte? Ja, auch wenn der Kapha ist ja eher das Träge. Und wenn Kapha zu stark ist, wird es auch irgendwo dunkel. Und es führt eher zur Müdigkeit und zur Niedergeschlagenheit. Auf eine Kerze zu schauen, ist dann wieder etwas, was Licht hineinbringt und was wieder die Stimmung hebt. Aber eben, wenn Kapha zu viel ist und deshalb ins Ungleichgewicht führt. Zusammenfassend, im Hatha-Yoga können wir einiges tun und es wurde an diesem Kongress öfters davon gesprochen, was in Indien ein Hauptbestandteil von Ayurveda ist, nämlich die Kräuter und die Tabletten, die es ja auch im Ayurveda gibt. Die sind schwierig in Deutschland zu beschaffen, auch schwieriger legal zu verwenden zur Heilung, weshalb ja sehr viel mehr die Massagen und die äußerlich angewandten Öle nutzen. Und wir können aber auch die Hatha-Yoga-Übungen nutzen. Dafür braucht es keine Arzneimittelverordnung, sondern die können wir jedem Menschen verordnen. Und so könnte das Hatha-Yoga eine gute Ergänzung sein, die ein Ayurveda-Therapeut, Ayurveda-Arzt gut nutzen kann, verschreiben kann
um, nachdem er die Diagnose gestellt hat, bezüglich was ist ein Ungleichgewicht, dann diese Techniken den Teilnehmer, den Patienten verschreiben kann. Und das Schöne am Hatha-Yoga ist, Menschen können, wenn sie es gelernt haben, das auch selbst machen. Und auch das ist wiederum ist im Ayurveda, man will auch sein eigener Arzt werden. Hatha-Yoga hat aber die großartige Schönheit, es bleibt nicht bei der Gesundheit allein, sondern wenn wir Wechselatmung üben, nicht nur wird Agni gesteigert und die Verdauung funktioniert besser, nicht nur werden die Amas beseitigt, die Unreinheiten, sondern wir haben mehr Prana, mehr Energie, subtileres Prana. Patanjali sagt dazu, der Geist wird vorbereitet für die Meditation und Pranayama lüftet den oder lichtet den Schleier, der das Licht verhüllt. Also der, wenn wir Wechselatmung üben, wenn wir Hatha Yoga üben, nachher öffnen wir uns für eine höhere Wirklichkeit. Das ist das, was ich immer besonders schön finde. Und was mich am Hatha-Yoga fasziniert, insbesondere um es auch weiterzugeben, Menschen beginnen wegen Gesundheit und vielleicht werden mehr Menschen zum Hatha-Yoga noch gebracht für Gesundheit, sei es aus der Schulmedizin, wofür es Forschungsarbeiten gibt, sei es durch Ayurveda. Sie üben das, sie bekommen mehr Gesundheit und sie öffnen sich für eine höhere Wirklichkeit. Und das ist das, was letztlich dauerhaft bleibt. Denn diese höhere Wirklichkeit ist auch da, wenn der Körper nicht mehr da ist. Das